Live. Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 220 50 50. So, ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Wir sind auch wieder da. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Dienstagnacht ist immer eine freie Themennacht. Und wenn ihr also gerne mit mir sprechen wollt, egal über was, dann ran ans Telefon, meldet euch unter 0800 220 5050 oder mailt unter domian@wdr.de. Und wenn ihr mailt, bitte nicht vergessen, die Telefonnummer draufzuschreiben. So, es geht los mit der ersten Anruferin, die ein Mann ist, nämlich mit dem ersten Anrufer, und der heißt Steffen, und Steffen ist 41 Jahre alt. Hallo Steffen. Ja, hallo Domian. Hallo, grüße dich. Um was geht's bei dir? Ja, bei mir geht's um Fogging. Um Fogging? Fogging. Fogging. Wie Fog der Nebel und also Doppel-G-I-N-G. Ja, was ist das? Ja, habe ich noch nie gehört. Deswegen rufe ich auch an, das haben wahrscheinlich viele noch nicht gehört. Bestimmt. Und zwar ist das ein Phänomen, was noch nicht erforscht ist. Ist das eine Schweinerei? Ist keine Schweinerei, ne? Achso, ich dachte ja schon an irgendeine sexuelle Praktik oder so. Nee. Es ist, wie soll ich das sagen? Also wir haben, ich fange mal von vorne an. Bitte. Meine Schwiegermutter ist 70 geworden, die war bei ihrer Schwester. Ja. Wir haben die Wohnung komplett neu renoviert. Die Schwiegermutter ist wiedergekommen, ist eingezogen, hat geheizt und auf einmal war die ganze Wohnung schwarz. Wie geheizt? Mit einem Ofen? Mit einem Kohleofen? Nein, ganz normal. Also eine ganz normale Heizung. Mit einer normalen Öl- oder Gasheizung? Eine normale Fernwärme. Fernwärme sogar? Fernwärme, also so Wasser. Und dann wird die Wohnung schwarz? Ja, und ja, genau. Wie ist das? Also ich kenne das. Ich hatte früher lange Zeit einen normalen Kohleofen zu Hause. Genau, da muss man sich das vorstellen. Ja, da ist das schon mal ab und zu passiert, wenn ich irgendwie das nicht gut gemacht habe oder wenn es Wind gab und der Wind in den Schornstein. Aber mit einer Fernwärmeheizung? Ja, genau, so muss man sich das vorstellen. Also als ob du jetzt einen Kohleofen mitten in die Stube stellst, machst oben auf und lässt es rusen. Nur, dass dann eben nichts riecht, aber dass trotzdem die Wände schwarz sind, die Klamotten schwarz sind, die Haare von der Frau waren schwarz, die Fensterrahmen schwarz. Wie, und das, wie kam das? Ganz plötzlich? Es kam, also es ging dann so weiter. Die Mutter ist dann eben eingezogen, dann hat sie angerufen, der Fernseher ist kaputt. Ich muss es genau verstehen. Du sagst, die Wohnung war schwarz und die Haare der Frau waren auch schwarz. Alles schwarz. Das heißt für mich, das passierte von einer Minute auf die andere, war nee, so? Nee. Sondern? Das ging so nach und nach. Also ich habe es ja erst gar nicht gesehen. Ich habe es erst 3 Wochen später gesehen. Ach so, ein schleichender Prozess. Ein schleichender Prozess, genau. So, jedenfalls ruft es sie an. Also wie gesagt, wir haben das gar nicht mitgekriegt, weil wir waren in der Annahme, wir haben das alles neu gemacht da oben. Es war alles schön weiß, es war wunderschön, ne? Deckenplatten neu, Tapete neu. So, dann ruft sie an, der Fernseher ist kaputt. Dann haben wir den reparieren lassen. Ja. 3 Tage später ruft sie wieder an, der Fernseher ist wieder kaputt. Habe ich gesagt, gut, da ist ein altes Gerät, wir kaufen einen neuen. Kann vorkommen. Genau, bin ich mit ihr runtergefahren, habe einen neuen gekauft, bin hochgefahren, habe ihn hingestellt und da habe ich das Malheur gesehen. Also wirklich, wenn du über die Tapete gewischt hast mit der Hand, das ist wie wenn du so einen Ruß, hast auf der Hand, ja. Also es war wirklich de facto auf der Hand dann auch schwarz und es war auch Rußpartikel auf der Hand. Ja, genau. Aber was hat das mit dem Fernseher zu tun? Das ist, also durch diesen Ruß, da setzt sich eben in den Fernseher rein, dadurch gibt es eine Überspannung und dadurch geht er kaputt. So, was ist das denn jetzt? Warum ist es schwarz geworden? Ja, so, pass auf, jetzt haben wir den Heizungsmonteur angerufen, dann haben wir den Elektriker angerufen, haben wir gedacht, haben sie vielleicht einen Schwelbrand, dann haben wir einen Bauingenieur kommen lassen. Ja. Und die haben eben alle gesagt, Heizung ist es nicht, Elektrik ist es nicht und an der Bausubstanz liegt es auch nicht. Dann haben wir die Versicherung angerufen. Dann ist einer gekommen von der Versicherung, der kam dann gleich rein, hat gesagt, ja, das ist Fogging. Da haben wir das erste Mal gehört. Ach, ein Versicherungsmann kam und sagt, das ist Fogging. Das ist Fogging, aber das übernimmt die Versicherung nicht. also das ist nicht versichert, das kann man auch nicht versichern lassen. Aber was ist denn Fogging? Ja, da sind wir dann ins Internet, übers Internet und dann steht eben drinnen, dass Fogging es kann kommen durch Außenwände, wenn du viele Außenwände hast, wenn du eben neu tapezierst, dass sich irgendwelche Chemikalien nicht vertragen. Ach so. Und dass dadurch eben diese Schwärze entstehen kann. Ach.
Aber es ist jetzt nichts irgendwie Gespenstisches oder irgendwas Mystisches. Man kann es wissenschaftlich erklären. Es weiß eigentlich niemand, weil wir wussten ja auch nicht, ist es gesundheitsschädigend, weil die Mutter eben, wie gesagt, die hatte schwarze Nase, hatte schwarze Zunge, hatte... Ja gut, aber wenn der Versicherungsmann schon den Begriff gebraucht, erkennen die das ja an. Und wenn die das anerkennen, wenn die das schon anerkennen, muss es ja irgendwie faktisch nachweisbar sein, was es ist. Ja, wie gesagt, der Begriff ist zwar da, aber es weiß niemand so richtig, wo es wirklich herkommt. Also er hat uns gesagt, es ist seit 96 ist es erstmals aufgetreten in Deutschland und davor ist es nur in Amerika aufgetreten. Also, wie kurios. Das heißt, dann wird ein Zimmer schwarz, obwohl gar kein Kohleofen oder kein Kamin da ist. Genau. Und man stochert da im Nebel und weiß nicht, woher das kommt. Ja, und deswegen habe ich eben gedacht, ich rufe mal den Domian an. Ja. Vielleicht wüsste der, weil im Internet steht eben drin, du sollst dich wenden ans Umweltamt, ans Gesundheitsamt, haben wir überall angerufen. Oder an Domian. Ja, nee. Und nein, an mich, das ist schon ganz gut, dass du dich hier an uns wendest, weil wir ja immer so viele schlaue Zuschauer haben und Zuhörer, ja. Sehr gut informiert sind und viele Tipps und Ratschläge uns immer zukommen lassen. Ja. So, wie ist es denn nun weiter ausgegangen? Die Wohnung ist nochmal neu renoviert worden? Nee, die haben wir ja zugelassen, weil wir ja nicht wussten, was ist jetzt was, ne? Ja gut, aber die Frau kann ja nicht in der dreckigen Wohnung leben. Genau, und der also wir haben da noch einen Doktor angerufen hier, der ist uns empfohlen worden von dem Umweltamt. Ja. Und der hat gesagt, also er könnte uns ein Gutachten erstellen, aber das würde dann 1.000 bis 1.500 Euro kosten, was aber auch keiner bezahlt. Das müssten wir aus unserer Tasche bezahlen. Und da haben wir gesagt, nee, das machen wir nicht. Und da hat er gesagt, also das Einzigste, was man machen kann, ausziehen. Ach, also ich halte fest, de facto, man weiß nicht, man hat Vermutungen, wo es herkommen könnte. Chemikalien, Außenwände, irgendwas, Reaktionen. Aber man weiß es nicht genau, was es ist. Genau. Das Phänomen ist, es wird schwarz. Haben denn die Leute, der Versicherungsmann hat ja Erfahrung, wenn man es denn einmal wieder renoviert, ob es dann wiederkommt? Er hat gesagt, er kann keine Garantie geben. Also es kann jederzeit wieder auftreten. Ja. Also er würde die Wohnung nicht weiter bewohnen, er würde ausziehen. Kann man denn, hat man denn diese Stäube, hat man die im Labor untersucht? Sind die gesundheitsschädlich? Da hätte man ein Gutachten machen lassen. Ach, das ist das Gutachten, von dem du gerade gesprochen hast. Genau. Verstehe. Ja. Also, das finde ich aber nun sehr spannend. Also, wenn ihr Lieben draußen im Lande, wenn ihr darüber irgendetwas wisst, über Fogging, dann ruft uns doch an. Unterhalten uns weiter. Und wahrscheinlich ist auch der Steffen interessiert daran, was das ist und wie man sich dagegen schützen kann vielleicht oder was man dagegen tun kann. Ja, man weiß ja jetzt auch nicht, sie hat ja jetzt eine neue Wohnung gemietet. Also, wir sind jetzt gerade beim Umzug, ne? Also wieder raus da. Man weiß ja nicht, ob das in den Möbeln drin ist. Nicht, dass man das mitnimmt und in der nächsten Wohnung dann wieder auftritt. Vielleicht ist es ganz einfach ein Spuk. Ja, das wäre aber ein super Spuk. Ja, das glaube ich auch nicht. Die würde die Versicherung nicht sagen, das ist auch ganz cool sagen. Nee, das ist Fogging. Ja. Fogging. So, das habe ich noch nie gehört. Ja. Das haben wahrscheinlich viele Leute jetzt auch noch nie gehört und jetzt haben wir es erfahren. Denke ich mir auch. Also du bleibst dran, wenn sich jemand meldet, wärst du wahrscheinlich interessiert daran, Näheres zu erfahren. Ja. Ja. Vor allem, wo man sich hinwenden kann, wer überhaupt dafür zuständig ist. Ich meine, wir haben 4 Fernseher gekauft, ne, innerhalb von 3 Wochen. Dann die ganzen Kosten, die jetzt auf uns zukommen. Ja. Die Möbel können wir wegschmeißen. Dann heute hat ihre Mutter angerufen, die hat einen Schrank leer gemacht, weil wir eben jetzt beim Umzug sind. Die ganzen Klamotten sind alle schwarz. Mhm. Ja. Ist das eigentlich dann so von Tag zu Tag bis jetzt zum Schluss immer stärker geworden oder war es dann irgendwann gesättigt? Es war eine Woche weg oder mal 2 Wochen weg und dann ist es wieder aufgetreten, ganz extrem. Also ganz weg war es ja nicht, weil die Wand war ja schon verschmutzt. Das ist dann nicht schlimmer geworden, meinst du? Ja, sie hat die Gardinen gewaschen, weil die waren ja pechschwarz. Ja. Hat sie hingehangen, dann war es eine Woche, ging's. Ja. Und dann die Woche drauf, innerhalb von 2 Tagen waren sie wieder schwarz. Ach. Also pechschwarz wahrscheinlich nicht, aber sehr, sehr, sehr dunkel. Ja, wie gesagt, wie wenn du einen Ofen in die Stube stellst. Sowas, ja. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Mhm. So sieht die aus. Mhm. Alles eben, alles, komplett alles. Da muss einem da so ein bisschen Angst und Bange werden, ne? Wäre mir ein bisschen gruselig, wenn ich in einer Wohnung wäre, wo das de facto eigentlich gar nicht passieren kann und das passiert dann da. War es eigentlich in jedem Raum? Es war in den Räumen, wo wir renoviert haben. Ach nein. Also sie hatten eine Einraumwohnung, das heißt, das eine Zimmer war geteilt, wir haben die Küche gemacht, wir haben das Bad gemacht, das Bad, das ist aber in diesen 4 Wänden drinnen, ja. Da hatte keine Außenwand, da war nichts. Da war nichts. Also nur die Stube und der Schlafraum und die Küche, also da rundherum. Habt ihr denn mit Nachbarn in dem Haus gesprochen? Ja, da ist nichts. Das ist nichts? Nee. Wir haben auch erst gedacht... Du könntest ja vielleicht an dem Material liegen, mit dem ihr renoviert habt.
Aber ihr habt auch mit dem Material in dem Badezimmer renoviert? Genau. Ach so, ist das auch eine schlechte These. Hm. Ja, also gerne mehr Informationen über Fogging, ihr Lieben. Ja. Ne, Steffen? Und okay, ich danke dir, Domian. Ja, ich danke für deinen Anruf, das war sehr interessant. Ja. Auf Wiederhören. Gut, mach tschüss. Gut, tschüss. Ihr Lieben, 0800 220 50 50. Das ist die Telefonnummer. Und die E-Mail-Adresse lautet domian@wdr.de. Mir geht gerade so durch den Kopf, deswegen war ich gerade so ein bisschen zögerlich. Wir machen diese Sendung ja schon sehr lange. Und ich habe schon mit so vielen, 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 vielen tausend Menschen gesprochen. Aber es passieren immer wieder neue Dinge. Und wir erfahren hier immer wieder neue Sachen, die man so noch gar nicht gehört hat. So zum Beispiel Fogging. Das habe ich noch nicht gehört vorher. Nora, 43 Jahre alt. Hallo, Nora. Hallo. Nora, ja, guten Morgen, Nora. Hallo, Domian. Schön, dass du da bist. Und was geht's bei dir? Bei mir geht's um ein Doppelleben. Mhm. Und zwar, was ich eigentlich nur in der Fantasie leben kann. Ja. Also ich habe ein geregeltes, normales Leben. Habe einen Partner. Ja. Familie, Kinder auch? Nein. Nein? Keine Kinder. Wie lange mit dem Partner zusammen? 3 Jahre. Mhm. Und eine Fantasie, also als Domina. Ach. Zu agieren. Zu agieren? Ja. Das leben. Ich möchte diese Fantasie ausleben, nur ich weiß nicht, wie ich das alles unter einem Hut bringen soll. Du hast das noch nie ausgelebt? Teilweise doch, ja. Vor dieser Beziehung? Ja. Ja, wir haben uns auch, also mit meinem jetzigen Partner, wir haben uns auch unter diesem Aspekt kennengelernt. Was heißt das? Das heißt, ja, er ist der devote Part und ich der dominante Teil. Na, ich könnte es mit ihm schon leben, nur das Problem ist, mir reicht einer nicht. Ja. Lass mich mal fragen, du sagst, wir haben uns unter diesem Aspekt kennengelernt. Irgendwo in einem Club oder per Kontaktanzeige? Nee, nur so privat in einem Hotel. In einem Hotel. Und aber wusstest du vorher schon, dass er devot veranlagt Nein, ist? Nein, das wusste ich vorher nicht. Wir haben uns da kennengelernt und es hat einfach gepasst. Und hast du gedacht, wow, das ist ja prima. Ja, wie weit seid ihr denn schon gegangen? Ich meine, devot und dominant ist ja nun ein weiter Begriff. Und Domina zu sein, ist natürlich eine andere Kategorie. Ja. Wie weit bist du schon an ihn rangegangen? Was hast du mit ihm schon gemacht? Na, wir haben schon gewisse Praktiken, sexuelle Praktiken ausgelebt. Ah ja, das schon. Na, mhm. Ja, im Rahmen der Machbarkeit, was für uns eben beide okay war. Ja. Nur das Problem ist, das Ganze ist eingeschlafen durch die Beziehung. Und ich dachte mir, na gut, jetzt hast du eine Beziehung und musst halt jetzt das Normale leben. Mhm. Aber in mir bricht immer dieses Dominante raus, dieser Wunsch nach... Ja. Jetzt nochmal die Frage zu deiner jetzigen Sexualität. Wenn du jetzt mit deinem Partner Sex hast, ist das jetzt doch wieder so nach deinem Geschmack degeneriert zu normalem Sex? Oder habt ihr, wenn ihr Sex habt, schon diesen Sex, so wie du ihn möchtest? Ja, das ist eine Mischung. Eine Mischung. Ja. Aber dir zu wenig? Ja. Und du hast gerade den Satz gesagt, einer reicht dir auch gar nicht. Du hättest gerne mehrere Männer. Das ist richtig, ja. Du hättest gerne mehrere Männer, die du sexuell quälen kannst. Ja, so in dem Sinn, ja. Weiß dein Partner das? Ja, er weiß es. Ach, der weiß das sogar. Ja. Auch, dass du gerne mehrere Männer hättest. Ja, aber nicht gleichzeitig, ne? Mhm. Sondern halt ab und an, wie es sich halt ergibt. Und wie hat er darauf reagiert? Ich finde das ja schon mal sehr offen, dass du ihm das gesagt hast. Ja, er hat reagiert eigentlich positiv. Mhm. Nur ich möchte ihm da nicht wehtun, indem ich das wirklich jetzt auslebe, nur weil er sagt, er findet es positiv und kann vielleicht dann doch nicht damit leben. Ja, das ist jetzt die große Frage. Das ist ja eine Frage der Ehrlichkeit zwischen euch beiden. Hm. Ob ihr da einen Kompromiss findet, dass er sagt, okay, da kann ich durchaus mit leben. Mach das. Hm. Könnte er dabei sein? Wäre das okay für dich? Könnte auch, ja. Hm. Das wäre vielleicht für ihn angenehmer. Vielleicht auch nicht, aber ein Modell. Ist denn diese Fantasie in den letzten Zeiten so stark geworden, dass du sagst, irgendwie muss was passieren? Ja, so ist es, genau so. Irgendwie muss was geschehen. Und bevor du deinen Partner kennengelernt hast, hast du das so richtig hart schon ausgelebt? Du hast gerade eine Andeutung. An bestimmten Personen, die eben auch die devot waren. Mhm. Und wo ich meine dominante Seite ausleben konnte. Ja. Schon, ja. Ja. So, wenn ich dir jetzt eine Realität zaubern könnte, mit dem Einverständnis deines Partners, wie sollte die aussehen? Entwerfen wir die mal.
Mit dem Einverständnis meines Partners, ja. Ja, dass er eben weiß, was ich mache. Ja, was wäre das genau? Dass ich, ja, wenn ich Männer kennenlerne, es muss ja nicht jetzt aktiv sein, sondern nicht aktiv durch eine Kontaktanzeige, sondern ja, meinetwegen in der Disco oder sonst wo. Mhm. Und wenn derjenige dann passt, dass ich dann halt mit dem die sexuellen Praktiken durchführe, wenn es beide Seiten, ja, bei beiden Seiten passt. Mhm. Und da hättest, das wäre so dein Wunsch, dann da so ganz freien Raum zu haben, dass du dir quasi den nimmst, ja, der dir vor die Flinte läuft. Ja, ja, genau. Und bei dem es halt dann auch passt. Genau. Mhm. Und das müsste eben mein Partner dann akzeptieren, nur der Knackpunkt ist der, ich habe eben Angst, dass er es doch nicht so packt. So, und das ist eben, wie alt ist dein Partner? 47. Also ihr seid beide erwachsene Leute. Mhm. Ich glaube, das ist genau der Punkt, wo man das durch ein sehr offenes, klares, klärendes Gespräch eine Gewissheit finden kann. Mhm. Und vielleicht auch durch Experimentieren. Ja, wenn er jetzt sagt, okay, das macht mir nichts aus. Ja. Und dann sagst du, ist es wirklich so? Mhm. Das musst du mir sagen. Mhm. Ich will ja nicht... Gehe ich davon aus, dass du deine Beziehung, ja, so hast du es ja auch gesagt, die Beziehung möchtest du nicht gefährden? Nee, auf keinen Fall, der ist mir sehr wichtig. So, wenn du ihm das so sagst, dann, und wenn er dann nochmal sagt, ja, das macht mir nichts aus und ich finde auch, dass unsere Welt ist dadurch unbeschädigt, dann könntest du ja mal deinen ersten Schritt wagen. Und dann muss er dir wieder die Wahrheit sagen. Wenn er dann sagt, na, pass auf, ich kann da doch nicht mit umgehen, dann müsst ihr neu überlegen, wie ihr euch verhalten sollt. Aber vielleicht ist es für ihn dann so, dass er da sagt, okay, vielleicht entspannt das so ja sogar eure Beziehung. Ja, das wäre schön. Ne? Vielleicht kann, es gibt ja viele Modelle, das habe ich auch schon gehört, wo dadurch sogar die Beziehung besser geworden ist. Hm. Weil du nicht mehr gefrustet bist und keine geheimen Nebenwelten im Kopf hast und Fantasien und weiß ich was alles, sondern ja, du lebst das aus, eure Liebe ist unbeschadet dabei und es ist alles viel gelassener. Ja, das wäre die Idealvorstellung. Die Idealvorstellung. Ja. Gäbe es denn auch so Möglichkeiten, dass ihr zusammen beispielsweise in so einen Club gehen würdet? Ja, gäbe es auch die Möglichkeit, ja. Gibt ja diverse Clubs dieser Richtung. Ja, einschlägige Clubs. Ja, genau. Also dann würde ich an eurer Stelle, wenn er sich, er hat sich ja schon mal etwas offen gezeigt, ne? Er hat ja nicht die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und hat gesagt, das kann ich nicht ertragen. Nee, das nicht, nee. Nur ich habe eben die Angst, dass er es auf längerfristige Zeit nicht ertragen kann. Ja, aber dann kannst du ja immer noch die Notbremse ziehen. Das merkst du doch in eurer Beziehung. Wenn du merkst doch, dass wenn er das nicht erträgt, wenn es zu belastend ist. Aber versuchen könnt ihr das doch mal. Mhm. Würde ich machen, würde ich dich auch ermutigen. Jo. Vielleicht hast du ihn mal gefragt, ob er vielleicht auch irgendwie andersartige Wünsche hat, die du ihm wiederum nicht so erfüllen kannst? Was er sich vielleicht so geheim... Ich kenne seine Wünsche. Wir waren da total offen am Anfang. Ja. Nur das Ganze ist eingeschlafen durch diese normale, in Anführungszeichen, normale Beziehung mit Normalsex. Mhm. Ja, ich meine, in die Richtung könntest du ihm vielleicht auch eine Freiheit geben, dass er irgendetwas macht, was ihm vielleicht noch Spaß macht? Ja, das könnte ich. Was wäre das? Ja, wenn jetzt er zum Beispiel eine andere Frau kennenlernen würde. Würde er das auch gerne wollen? Glaube ich aber nicht, das glaube ich nicht. Naja, das ist ja wichtig, ne? Das muss er natürlich auch dann wollen. Ja. Egal, ich finde, ihr solltet experimentieren und ihr sollt Millimeter für Millimeter euch mal ein bisschen bewegen. Ich würde es allerdings wirklich sehr vorsichtig machen an deiner Stelle, wenn du sagst, das ist für mich eine sehr wichtige Beziehung, würde ich auch die Beziehung höher einstufen als die sexuelle Sehnsucht. Ja, das sowieso, ja. So, und wenn das im Rahmen möglich ist, dass du etwas dich da noch ausleben kannst, dann mach es. Aber dafür musst du es versuchen. Und du musst ihn bitten, dass er dir wirklich radikal die Wahrheit sagt. Ja, sonst bringt das nichts. Ja, dann ist es. Ja. Jo. Noah, alles Gute und viel Spaß. Ich danke dir. Tschüss. So, ihr Lieben, wir haben ein Thema diese Woche. Das Thema diese Woche in der Nacht von Donnerstag auf Freitag heißt, sage ich euch jetzt auch schon mal, das heißt, ich verbiete mir es zu tun. Wenn ihr euch irgendwelche Dinge selbst verbietet, aus irgendwelchen Gründen, aus Rücksicht auf euren Partner, aus Angst vielleicht, oder aus Sorge, wie auch immer, dann wärt ihr mein Gesprächspartner. Ihr könnt euch jetzt schon per Mail bei mir melden unter domian@wdr.de. Und eventuell dann in der Nacht von Donnerstag auf Freitag mit mir darüber sprechen. Und Samstag habe ich Promi-Besuch wieder. Samstag ist Nadel bei mir. Nadja Abdel-Farag.
Da freue ich mich schon sehr drauf. Und wenn ihr gerne mit Nadja oder Nadel sprechen wollt, ich werde sie fragen, ich weiß gar nicht, ob man so Nadel sagen darf, ob sie sich da beleidigt fühlt. Ich weiß es nicht genau. Ich werde sie am Samstag fragen. Ich sage es jetzt euch immer mal so, weil sie halt unter dem Namen Nadel so bekannt und berühmt ist. Wenn ihr euch auch gerne mit Nadel unterhalten wollt, dann auch domian@wdr.de. Jetzt ab heute schon anmelden. Wir rufen euch dann gegebenenfalls Samstag zurück. Samstag ist die Sendung hier im WDR Fernsehen um 23.45 Uhr. Marie ist hier. Marie ist 33 Jahre alt. Ja, genau. Hallo Domian. Ja, hallo Marie. Hallo. Dein Thema. Mein Thema ist folgendes. Die letzten 3 Jahre waren sehr schwierig für mich. Ich habe innerhalb dieser 3 Jahre über die Hälfte meiner Familie durch Tod verloren. Mhm. Und unter anderem jetzt vorgestern meinen Bruder, meinen großen Bruder, der 36 Jahre alt geworden ist. An was ist der Bruder gestorben? Der hatte einen Gehirntumor. Ja. Der wurde vor 1,5 Jahren festgestellt. Mhm. Und das letzte Vierteljahr hat er sich eigentlich auch nur noch gequält. Er war halbseitig gelähmt. Ganz zum Schluss hat er jetzt eine Lungenentzündung gehabt. Da musste er ins Krankenhaus und dort ist er dann auch eingeschlafen. Mhm. Du sagst, du hast in diesen 3 Jahren sehr viele Menschen verloren. Wie viele Menschen? Also für mich sind es viele, weil unsere Familie nicht besonders groß war. Mhm. Meine Großmutter vor 3,5 Jahren, vor 2 Jahren meine Mutter und jetzt eben mein Bruder. Und letztlich bleibt mir jetzt mein Vater als nahe Angehöriger und natürlich meine Schwägerin mit meiner Nichte. Im Prinzip 3 Menschen. Mhm. War der Bruder sehr jung noch? 36. Mhm. Wie? Er hat das ja wahrscheinlich dann in der Endphase der Erkrankung auch verstanden, dass er sterben muss, oder? Ja, er hat es verstanden. Er hat Momente gehabt, in denen er warum gesagt hat. Mhm. Er hat aber gekämpft bis zum Letzten. Er wollte also beatmet werden im Falle eines Falles. Er wollte, er hat auch noch Pläne geschmiedet. Er wollte nächstes Jahr oder jetzt dieses Jahr nach Dänemark in Urlaub fahren. Mhm. Und hat eigentlich das, denke ich, auch sehr verdrängt. Mhm. Moment. Hast du mit ihm mal über den Tod gesprochen? Vor Jahren, ja. Mhm. Vor Jahren. Als es noch nicht aktuell war für ihn. Ja, genau. Er hat eine Phase in seinem Leben gehabt, in der er sehr missmutig war und wo alles auch nicht so lief und wo er auch sehr deprimiert war und eigentlich das Leben hätte abgeben wollen und nicht wollte. Mhm. Und ja, und jetzt, wo es eigentlich ein großes Thema war, wollte er leben. Er hat ja eine Familie, hast du gerade gesagt. Ja. Und unsere große Sorge ist eigentlich jetzt die kleine Nichte. Wie alt ist sie? Sie ist 4 Jahre. Ja. Und wir haben ein bisschen Angst vor der Beerdigung. Wann wird die Beerdigung sein? Jetzt Freitag. Mhm. Und ich bin dafür, dass die Kleine begreift, was geschehen ist und dass sie weiß, dass ihr Papa nun ja in die Erde gebracht wird. Mhm. Also meine Schwägerin ist etwas unsicher, ob sie sie mitnehmen soll, aber ich denke, es ist auch fürs Begreifen eine ganz, ganz wichtige Sache. Mhm. Und wir haben uns schon überall schlau gemacht, auch wir sind begleitet worden vom Hospiz. Mhm. Von einigen Palliativärztinnen. Mhm. Und da heißt es, man soll zum Beispiel nicht davon sprechen, dass der Papa eingeschlafen ist, weil Kinder dann Angst haben vom Einschlafen. Ah ja. Mhm. Und deswegen, welchen Rat haben denn die Leute, das sind ja nun Menschen, die tagtäglich mit dieser Problematik zu tun haben, haben die einen Rat gegeben, die Kleine mitzunehmen? Ja. Sie soll eigentlich das begreifen. Sie soll sehen, was passiert. Und Kinder im Alter von 4 Jahren, heißt es, gehen damit eher auch sogar noch spielerisch um. Viele Kinder lachen dabei, sind lustig. Wie habt ihr es denn der Kleinen jetzt schon erklärt? Habt ihr gesagt, der Papa
Ist im Himmel oder? Im Himmel. Meine Schwägerin hat sich gestern Abend mit ihr unterhalten, alleine. Mhm. Und hat ihr gesagt, dass der Papa gestorben ist. Der war ja so lange krank und er ist jetzt gestorben. Und die erste Reaktion war, ja, wann kommt er denn dann wieder? Und ja, da wusste sie nicht wirklich darauf zu antworten. Aber weißt du, was sie geantwortet hat? Sie hat, wir haben vorhin gesprochen und sie hat gesagt, nee, der Papa kommt nicht wieder, leider. Sie hat es eher so gesagt, wie es ist. Aber wir sind uns nicht sicher, ob sie es begreift. Und deswegen halte ich es für sinnvoll, dass sie am Freitag einfach auch dabei ist und nicht ausgeschlossen wird. Weißt du, ich bin kein Kinderpsychologe. Ich habe in diesem Bereich keine Erfahrung. Ich würde aber so aus meiner Intuition heraus, würde ich auch sagen, nehmt die Kleine mit. Um sie einfach auch mit dieser Realität vertraut zu machen. Ich glaube, man tut dem Kind ja auch nichts Gutes, wenn man sie vielleicht in einem Glauben wiegen würde, der dann doch irgendwann zusammenbricht. Genau. Und ich denke auch, dass Kinder ernst genommen werden möchten. Und das gehört mit dazu, dass man ihr nicht die Realität vorenthält. Was ich schon durchaus okay finde und dass man seinem kleinen Kind sagt, sowas wie ich es gerade formuliert habe, der Papa ist jetzt im Himmel. Auch wenn man selbst vielleicht gar nicht daran glaubt, aber ich finde, das kann man so, also das würde ich glaube ich so machen, wenn ich in der Situation wäre. Vielleicht kann man das dadurch die Trauer und das Grauenhafte etwas mildern für das Kind. Ja, also ich glaube dran, aber da will ich der Mutter nicht vorgreifen, die nicht daran glaubt. Das ist natürlich dann letztlich auch ihre Aufgabe. Aber wir diskutieren das natürlich innerhalb der Familie sehr stark und ich finde das auch sehr schön, dass wir zum Glück alle sehr zusammenhalten. Aber das ist ja für dich, du bist ja nun 33 Jahre alt, das ist ja noch sehr jung, wirklich auch sehr schlimm, wenn man drei Jahre so viel, dreimal dem Tod begegnet ist, so nah. Das muss dich doch auch sehr prägen und sehr verändert haben, jetzt im Laufe der Zeit. Das stimmt, Somian. Das hat mich sehr verändert und ich bin auch nicht unbedingt der Mensch, der von seiner Disposition ein sehr starker Mensch ist. Ich neige auch leider zur Depression und hatte immer Phasen der Depression und ich weiß genau, dass mich das nach der Beerdigung irgendwann einholt. Im Moment funktioniere ich ganz gut in der akuten Phase. Ja, das ist auch oft der Fall so, dass wenn gar sowas passiert ist, dass man dann noch so unter Adrenalin steht und bis dann alles abgewickelt ist, sage ich mal. Ja. Und wenn man dann zur Ruhe kommt und... Da habe ich ein bisschen Angst vor, dass ich in ein tiefes Loch falle. Zumal ich im Moment auch persönlich auch in einer sehr tiefen Talsohle mich befinde, weil ich vor einem halben Jahr arbeitslos geworden bin und eine Trennung verschmerzen musste auch. Auch noch. Wie alt ist deine Mutter geworden? 43. Ja. 43? Nee, Quatsch, 47. Ich wollte gerade sagen, das kann ja gar nicht sein. Ja, ja. Moment, 47, du bist 33, da ist sie, aber ist sie sehr jung Mutter geworden? Ja, sie ist sehr jung Mutter geworden. Und das war dann sehr plötzlich, sie hatte einen Schlaganfall und war auch einen Tag im Krankenhaus und dann wurde der Hirntod festgestellt und dann war es vorbei. Hast du durch diese Konfrontation mit dem Tod, fühlst du dich selbst auch dem Tod näher dadurch? Was du früher vielleicht gar nicht so gedacht hast? Also mir ist auf jeden Fall klar, dass der Tod von jetzt auf gleich eintreten kann. Und jeden von uns immer treffen kann. Genau. Und dass man um Himmels Willen auch Vorsorge betreibt. Dass man wirklich sich darüber im Klaren ist, dass man, wenn man zum Beispiel einen Unfall hat und sich für sich selbst nicht mehr sorgen kann, dass man selber für sich Vorsorge trifft, was ich möchte, wie ich es möchte, ob ich beatmet werden möchte. Es gibt ja Patientenverfügungen,
Würdest du das wollen? Würdest du beatmet werden wollen? Bis zu einem gewissen Grad ja, wenn die Heilungsaussichten oder ja, Heilungsaussichten da sind. Aber so wie eigentlich es keine Aussicht auf Heilung und Leben gibt, möchte ich das nicht. Ganz klar. Du hast gerade gesagt, so im Nebensatz, ich glaube daran, dass der Bruder im Himmel ist. Ja. Daraus schließe ich, dass du ein gläubiger Mensch bist. Ja, ich bin sehr gläubig. Dann kann ich mir denken, dass du mit diesen Schicksalsschlägen, dass du sie besser einordnen kannst. Ich will es mal so ausdrücken. Als wenn du vielleicht ein Mensch wärst, der Atheist ist, der an gar nichts glaubt. Ja, mir fällt es natürlich schwer, den Sinn in diesem Ton zu entdecken. Einen Sinn werden wir wahrscheinlich so alle nicht erfahren und verstehen können. Ja. Aber ich denke, dass jeder Mensch und jede Seele, die Seele eines Menschen, eine Aufgabe hat. Und dass vielleicht der Mensch einfach einen Anfang und ein Ende hat und das einfach vorgeschrieben ist. Ist schwer zu erklären. Habe ich schon verstanden. Das ist ja auch, das denken ja sehr viele Menschen, das glauben ja auch sehr viele Menschen und da muss man ja auch Respekt vor haben. Ich würde gerne, Marie, gerade auch bezogen auf die Frage mit der Nichte, würde ich gerne, dass du mit meiner Psychologin noch ein bisschen berätst und sprichst. Das wäre sehr schön. Meine Psychologin heute Nacht ist die Simone. Da legst du bitte auf und die Simone ruft dich zurück. Und ich wünsche dir viel Kraft und alles Gute. Herzlichen Dank. Auf Wiederhören. Bleib du gesund und ich wünsche dir auch alles Gute. Sehr lieb von dir. Dankeschön. Tschüss. Danke. Hier ist Lisa und Lisa ist 19 Jahre alt. Hallo Lisa. Hallo. Hallo Lisa. Was ist dein Thema? Warum hast du angerufen? Ja, also es ist so, dass ich seit über 2 Jahren keinen Freund mehr habe. Und dass ich eben jetzt denke, dass es an mir liegt. Dass es an dir liegt? Ja. Was glaubst du denn? Wo könnte es denn dran genau liegen an dir? Dass du nicht hübsch genug bist, oder? Ja, und dass ich irgendwie zu anstrengend bin. Warum? Und warum meinst du das? Ja, weiß ich nicht. Also zu Hause kriege ich das ja auch immer mit, dass alle mal sagen, dass ich zickig bin und dass ich immer schnell rummaule und so. Aber ich denke, das allergrößte Problem ist, dass ich mit Menschen, die ich wirklich mag, nicht über Gefühle reden kann. Wie kommt das? Ich weiß es nicht. Hast du eine beste Freundin? Nein. Auch nicht? Das ist auch so. Also, ich habe zeitweilig mal gute Freunde, aber sobald ich merke, dass man sich nicht auf die verlassen kann oder so, dann ist es auch schnell vorbei. Du sagst, du hast seit 2 Jahren keine Beziehung mehr. Ich schließe daraus, dass du dann vorher eine hattest. Ja. Länger? Ja, so circa 1,5 Jahre, aber da gab es auch mal so leichte Unterbrechungen. Wie ist es da zum Ende gekommen? Also es war, das größte Problem war, dass mein damaliger Freund mich mit meiner allerbesten Freundin betrogen hat. Oh. Das ist natürlich eine schwere Verletzung. Ja, und dann ist es so gewesen, also ich sag mal, am Anfang hat er sich nicht so wirklich für mich interessiert. Und dann eben danach, da hat er dann richtig geklammert und war dann auch schon eifersüchtig auf unsere Haustiere. Wir haben einen Hund, also uns eine Welpe geholt gehabt. Und ich wollte dann eben immer nach Hause, anstatt bei ihm zu sein. Und dann hieß es immer, ja, der Hund ist dir mehr, also wichtiger als ich. Also ich habe das richtig verstanden. Der ist mit seiner besten Freundin fremdgegangen. Ja. Dann habt ihr euch aber wieder zusammengerauft. Ja. Und dann wurde er so eifersüchtig selbst auf den kleinen Hund. Ja. Wie hast du es damals rausbekommen, dass die beide was miteinander hatten? Also zum Teil hat sie es mir immer gesagt, aber ich wollte es nicht glauben. Und also ich war noch in der Schule und mir haben auch mehrere gesagt, dass die was miteinander hätten, immer wenn ich krank bin oder so. Hat er es denn dann zugegeben irgendwann?
Oder musstest du ihn sehr in die Ecke drängen? Ja, ich habe ihn dann mehrmals gefragt und er hat dann auch eben gesagt, ja, dass da was war. Mhm. So, aber dann hast du ihn nicht rausgeschmissen? Hätte ja sein können. Das wäre eine normale Reaktion gewesen, dass du sagst, pass mal auf, ich will mit dir nichts mehr zu tun haben und auch mit dir, meiner besten Freundin, nicht. Du hast ihm oder euch nochmal eine Chance gegeben. Ja. Ja. Wie lange wart ihr dann nochmal zusammen? Ja, dann eigentlich nicht mehr so lange. Ich glaube, das waren ein, zwei Monate Ach so. Ungefähr. Und hast du denn dann endgültig Schluss gemacht? Ja. Das ging von dir aus. Mhm. Kann das damit zusammenhängen auch, dass du so vorsichtig bist, weil du bist ja nun sehr enttäuscht worden. Du bist von deiner besten Freundin enttäuscht worden und von deinem Freund damals. Dass du deshalb so vorsichtig bist, dich überhaupt auf jemanden einzulassen, so wie du es gerade beschrieben hast. Na, ich lasse mich ja schon auf jemanden ein. Nur es ist eben so, dass, man sagt ja dann nach einer Weile zum Beispiel, hab dich lieb oder so, und das kann ich eben nicht. Mhm. Wie viel, Anläufe mit Jungs, mit Männern gab es denn in den letzten 2 Jahren, die dann gescheitert sind? Na, ich denke mal so 4, also viel waren das auch nicht. Und da kam es dann immer wieder zu so einer Situation, dass die gesagt haben, ich hab dich lieb und du hast es nicht erwidern können oder nicht so sagen können. Ja, genau. Aber empfunden, du hast schon auch was für die empfunden. Ja. Mhm. Weißt du, Lisa, erstmal finde ich, wenn man 2 Jahre solo ist, mehr oder weniger solo ist, finde ich gar nicht so schlimm. Finde ich unter wirklich noch, kann man noch normal, unter normal einstufen. Ich finde auch, dass es nicht so schlimm ist, wenn man nicht gleich immer sagen kann, ich hab dich lieb. Ich bin da auch immer sehr vorsichtig, ehe ich das sage. Das dauert manchmal sehr lange, ehe ich sowas formuliere. Aber du bist ja unzufrieden mit der Situation und mit dir auch, ne? Ja. Mhm. Also das ist über 2 Jahre, dass ich alleine bin, das stört mich ja nicht, aber diese Einsamkeit, die Beziehung zu der besten Freundin damals, die ist dann auch abgebrochen wahrscheinlich, ne? Ja, ja. Was tust du denn, um so ein bisschen dagegen zu wirken, dagegen zu arbeiten? Also zum Beispiel auch, dass du dir vielleicht wieder einen Freundeskreis, und wenn es nur 2 Freundinnen sind, aufbaust. Bist du da auch ein bisschen aktiv oder lässt du dich da hängen? Nee, also ich bin da schon eigentlich, ich hatte bis jetzt auch immer Freunde, nur das Problem ist ja eben auch, dass ich sehr schlecht sehe und ich muss mich dann eben auf die Leute verlassen können. Ach, du siehst sehr schlecht. Ja. Wie schlecht? Ich habe noch 2% Sehkraft, also ich sehe so gut wie gar nichts mehr. Ach so, das heißt, du bist fast blind, kann man das so sagen? Ja, ja. Ja. Was machst du? Bist du noch Schülerin oder was machst du? Nee, ich mache, ab nächsten Monat fange ich mit einer Ausbildung an. Mhm. Und jetzt seit Sommer mache ich gar nichts. Mhm. Ah, dann verstehe ich das. Dann verstehe ich, dass es natürlich auch schwer ist für dich, einfach so auch unter Menschen zu kommen, ne? Aufgrund der Behinderung. Ja. Mhm. Ja. Mhm. Aber auch eben, wo ich noch in der Schule war und ich habe auch noch Kontakt mit einem von der Schule, wo ich war, zuletzt. Mhm. Und es ist aber auch so, dass ich zum Beispiel in der Disco, ich würde gerne in die Disco gehen, aber alleine sowieso nicht. Mhm. Und ich brauche speziell jemanden, der dann nicht nur auf sich aufpasst, sondern auch auf mich. Mhm. Verstehe. Jetzt muss ich dir erstmal sagen, du hast gerade am Anfang gesagt, du giltst als schwierig und zickig, ne? Ja. Empfinde ich dich gar nicht. Nur kenne ich dich nicht, klar. Aber ich habe auch immer schon so ein Gefühl für Leute, wenn man so ein paar Minuten miteinander redet. Ich finde dich sehr sympathisch. Wenn du meinst, dass das so ist, dass du zickig und kompliziert bist, da kann man ja dann auch etwas gegen tun. Da kann man sicher beobachten und hinterher nachdenken, ja, in der Situation hätte ich ja doch schon ein bisschen anders reagieren können und lernt daraus fürs nächste Mal. Da kann man ja schon mal ein bisschen was machen. Tust du das? Ja, mittlerweile schon. Ja, das musst du auch wirklich fortsetzen. Also wenn du wirklich den Eindruck hast, das ist so, und wenn Leute dir das sagen, dann ist es deine Aufgabe, dieses, soweit du das irgendwie kannst, zu verändern. Mhm. So,
Und das andere, wie du jetzt in Kontakt zu vielen Leuten oder zu Leuten kommst, ist natürlich ein schwieriges Problem aufgrund der Behinderung. Das ist mir klar. Wobei ich auch immer wieder so mit Leuten rede, die eine Behinderung haben, auch sehbehindert sind, die durchaus viele Kontakte haben und mit Behinderten und Nichtbehinderten. Hast du denn ein Hobby zum Beispiel, wo du vielleicht unter Leute kommen könntest? Nee, also im Moment ist es sowieso schwer, weil im Winter ist ja immer dunkel und so. Mhm. Und ja, eigentlich auch nicht wirklich. Weißt du, das ist, finde ich, immer ganz wichtig, dass man da, ich meine, du bist ja noch so jung, da kann man noch ein bisschen rumsuchen und sich vielleicht auch was suchen, wo man einfach irgendwas macht, was du auch kannst mit deiner Behinderung, wo Leute sind, wo Menschen sind. Denn wenn du allein in deinem Zimmer sitzt, passiert sowieso gar nichts. Ja, das ist schon klar. Ne? Das heißt, man muss, ich weiß, das ist immer leicht gesagt, aber man muss irgendwie, man muss den Hintern hochkriegen und muss sich so unter die Menschen begeben. Und man erlebt 1000 Misserfolgserlebnisse, sage ich dir gleich. Aber man hat nur so die Chance, dann auch an einigermaßen irgendwann an Menschen zu kommen und auf Menschen zu treffen, wo man sich vielleicht mit anfreunden kann. Ja, aber ich sag mal, ich bin auch oder gehe auch öfter mal bei uns in die Stadt und so. Aber es ist eben auch das Ding, weil ich kann ja niemanden direkt angucken. Mhm. Und die natürlich auch nicht, wenn die mich angucken und so. Und dann die meisten, das habe ich schon früher immer mitgekriegt, dass die dann immer denken, ne, ob die irgendwas genommen hat oder so und dann einfach wieder weggehen. Mhm. Hast du denn schon Kontakt mal gesucht mit zu Leuten, die auch sehbehindert sind? Ja, also ich war ja immer auf Sehbehindertenschulen. Ja. Und von daher kenne ich dann eben... Und da haben sich auch keine Kontakte, Freundschaften... Ja, doch, aber das war dann eben wieder nach ein paar Tagen vorbei. Mhm, mh. Also, das Problem ist, du möchtest aus der Einsamkeit raus, ne? Ja. Das ist das Hauptproblem, ne, wenn ich das so... Ja. Ne? Mhm. So, jetzt überlegen wir gleich mal gemeinsam in Ruhe, im Hintergrund, was wir vielleicht dir noch für einen Tipp geben könnten, was du tust und was du unternehmen könntest, gerade bezogen auch auf deine spezielle Behinderung. Mhm. Wir halten nochmal fest, du arbeitest an dir, das, was du selbst doof an dir findest, so kann man es ja sagen, dagegen musst du angehen. Das schafft man. Das ist immer schwierig, aber das schafft man. So, und du musst unter Menschen, das ist leicht gesagt, wie gesagt, aber das müssen wir einen Weg finden. Und wir rufen dich jetzt gleich nochmal an und grübeln da ein bisschen drüber nach, okay? Mhm, okay. So machen wir es, liebe Lisa. Alles Gute wünsche ich dir von Herzen. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. Unser Thema diese Woche in der Nacht von Donnerstag auf Freitag heißt, ich verbiete mir es zu tun. Genau das verbiete ich mir zu tun. Wenn es etwas gibt, was ihr eigentlich gerne machen würdet, aber aus irgendwelchen Gründen verbietet ihr es euch selbst, weil ihr euch schämt oder weil ihr denkt, das ist nicht moralisch oder weil ihr Angst habt, der Partner könnte das vielleicht herausbekommen. Dann können wir uns in der Nacht von Donnerstag auf Freitag unterhalten oder ihr könnt euch jetzt auch schon per Mail bei uns anmelden unter domain@wdr.de. Jürgen ist hier. Jürgen ist 36 Jahre alt. Hallo Jürgen. Hallo. Ja, hallo Jürgen. Ja, ich rufe da an wegen dem, jetzt habe ich wieder vergessen, Fogging. Ja. und zwar folgendes, ich bin Installateur. Installateur. Ja, und wir hatten vor einiger Zeit einen ähnlichen Fall. Mhm. Und zwar wird der bei Fernwärme, soweit mir das bekannt ist, auch mit sehr hohen Temperaturen gefahren. Mhm. Ja, und wir hatten den Fall gehabt, dass wir also einen Kunde hatten, frisch renovierte Wohnung, Wände schön weiß. Ja. Und da war es halt so, dass mit sehr hohen Temperaturen gefahren wurde. Ja. Also in Heim kann man das noch gleich, selbst einstellen und die mit 85 Grad oder sowas. Ja. Und jetzt ist ja so, dass diese Heizkörper, die arbeiten ja im Umluftprinzip. Wie? Ja, im Umluftprinzip. In was für ein Prinzip? Umluftprinzip. Umluft. Also das heißt, die saugen ja von unten die kältere Luft an. Aha. Und geben die warme Luft nach oben ab. Ach so, das und da ist uns jetzt aufgefallen, also jetzt auch diese normalen Heizkörper, ja? Mhm. Und da ist uns halt aufgefallen, dass dass dieser Staub, ja, der halt mit dem Raum ist und von den Teppichböden, der wird ja im Endeffekt mit aufgesaugt. Und da war es halt so, dass wirklich der Heizkörper, der war von innen schwarz, als wenn man Holz verbrannt hätte.
Aha. Also ja. Jetzt muss ich ja mal fragen. Ich dachte jetzt Fernwärme, ich habe zu Hause einen Heizkörper, das ist ein geschlossenes System. Ist einfach so ein Ding. Da gibt's nichts anzusaugen, der hängt da an der Wand und ist warm. Ja, nee. Die Luft, ich sag mal, ein Heizkörper besteht ja aus einer Heizplatte. Ja. Also hier sage ich jetzt mal, ein moderner Heizkörper. Ja. Eine Heizplatte, dazwischen sind zwei Konvektoren. Ja. Ja, das sind solche Ribbelbleche, sage ich genau, mal. Genau, ganz genau, ja. Mhm. Und dann kommt wieder eine Heizplatte und das dann auch nochmal in der dritten Ausführung. Ach so, und du meinst, da wird Luft durchgesaugt. Und da wird, genau, und diese Heizkörper arbeiten ja am Umluftprinzip. Das heißt, die saugen also von unten kältere Luft an. Ja. Durch die Erwärmung von der Luft wird sie ja in dem Raum dann wieder verwirbelt. Mhm. Ja, so, und jetzt ist es so gewesen, dass die Heizung die Luft halt angezogen hat, von unten, ja, und in dieser Luft halt der Raumstaub mit drin war. Ja. So, und aufgrund dieser hohen Oberflächentemperatur, die von an dem Heizkörper gewesen ist, ist dieser Staub, so blöd wie es jetzt anhört, regelrecht verbrannt. Aber das müsste doch ganz oft dann schon vorgekommen sein, auch in den letzten Jahren, ja, und Jahrzehnten. Ja, jetzt ist halt die Frage, ich weiß jetzt halt nicht, inwieweit diese Farbe, wo wir jetzt vorhin hatten, da auch wieder eine Rolle mitspielt, weil da war es halt auch wirklich eine frisch renovierte Wohnung, ja, knalle weiß, alles neu gemacht, ja, und da war es gleich, wirklich Also du hast es mit eigenen Augen gesehen, es war richtig schwarz. Ja, wir haben ja das Problem gehabt, es hat geheißen, kommen Sie vorbei, unsere Heizung ruht. Ja, da haben wir gesagt, wir sollen eine zentrale Heizung ruhen. Ja, genau, ja. Ja. Und da waren wirklich die weiße Gardinen, die waren wirklich schwarz. Meinst du denn, das hat mit dieser Fernwärme etwas zu tun? Das könnte doch eigentlich mit jedem Wärmesystem. Ja, nee, das mit der Fernwärme, das kam jetzt halt nur, weil halt Fernwärme, das sind ja, sag ich jetzt mal, im Endeffekt das Kühlwasser von Kraftwerken, ja, also von Kohlekraftwerken und wird ja meistens Fernwärme. Und das Wasser ist halt wirklich extrem heiß. Das heißt also, es wird normalerweise auch sehr heißes Wasser in die Zentralheizung eingespart. Ach so, da muss ich jetzt fragen. Also ich habe zu Hause eine Gasheizung, da ist das Wasser nicht so heiß. Nee, normalerweise, ich sag jetzt mal im Normalbetrieb, wenn man jetzt über einen Außenfühler oder sowas eine Heizungsregelung hat, dann sag ich mal 60, 65 Grad ungefähr maximal. Ja. So, das könnte, ist mir so ein bisschen einleuchten, was du sagst. Ja. Was ich da nicht verstehe, so Fernwärme gibt es doch schon ewig lange, ne? Ja. Warum taucht dieses Phänomen jetzt erst seit kurzem auf? Ja gut, wie gesagt, da weiß ich jetzt halt nicht, inwieweit jetzt diese Farben, diese Chemie von den Farben damit noch eine Rolle spielt, dass jetzt, sag ich mal, irgendwelche Tenside noch mit an die Raumluft abgegeben werden, dessen Verbindung mit dem Staub dann halt dieses Phänomen ergibt. Ah, ja. Ja. Aber wir haben es halt da festgestellt, wirklich, der Heizkörper war innen drin. Also wenn wir Kohlefeuer oder Holzfeuer drunter gemacht haben. Ihr konntet es wahrscheinlich gar nicht glauben am Anfang, ne? Ja. Ja. Ja, wie gesagt, der Kunde hat angerufen, unsere Heizung ruft. Hat gesagt, diese Heizung ruft. Ja, ja. Hast du es jetzt einmal erlebt oder schon mehrmals? Nee, das war bis jetzt ein einziges Mal. Einmal. Und da war es halt so, dann wirklich die Heizkörper abgebaut, mit dem Gatteschlauch sauber gespült und das Thema war gegessen. Ach, dann war das Thema gegessen? Ja. Auch interessant, ne? Ja. Und halt, dazu muss ich noch sagen, die Temperatur halt, sag ich jetzt mal, auf ein normales Level gebracht, ja. Mhm. Also die ist dann irgendwo bei 65 Grad eingestellt worden und seitdem haben wir da von der Sache nichts mehr gehört. Ist ja interessant. Also alle Leute, die unter Vorgängen leiden, es hat vielleicht wirklich mit dieser hohen Temperatur was zu tun. Ja. Und mit bestimmten Chemikalien, die irgendwie mit in der Farbe sind. Das ist halt was ich jetzt nicht sagen kann. Ja, also ich kann jetzt nur sagen, das war da der Fall, die Temperatur war extrem hoch. Ja, wir mutmaßen ja nur im Moment. Ne? Ja, ja. Ne? Also das wäre was wir dann mal versuchen könnte, einfach mal diese Vorlauftemperatur, mit der das Wasser halt erhitzt wird, dementsprechend anzupassen, einfach mal zu sagen, okay, ich mache mal meine Heizkörper von innen sauber, ich mache die mal weg, ich spüle die mal mit Wasser aus, dass der ganze Dreck draußen ist. Ja. Und passt dann mal die Vorlauftemperatur, sag ich mal, auf einen normalen Grad an und guck mal, ob das dann immer noch passiert. Verstehe. Ja, Jürgen, das ist ein guter Tipp. Ich danke dir für deine schnelle Reaktion. Kein Problem. Und vielleicht kriegen wir noch ein paar interessante Tipps heute Abend oder in den nächsten Tagen. Alles klar. In Sachen Vorgehen. Vielen Dank, Jürgen. Jo, bitte. Tschüss. Ciao. 0800 220 5050, meine Telefonnummer, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt. Hier ist Annette und Annette ist 35 Jahre alt. Hallo, Annette. Hallo, ja, Annette. Hallo, Domian. Ja, ich grüße dich. Hallo. Hallo, Domian. Ja. Mein Thema ist heute Dreiecksbeziehung. Ach was, Dreiecksbeziehung. Ja. Das heißt, ich schließe schlau, dass du in einer Dreiecksbeziehung hängst. Ja, leider. Erklär uns mal die Dreiecksbeziehung. Verheiratet? Mhm. Wie lange schon? 10 Jahre. 10 Jahre, ja. Mit meinem halben Jahr einen Geliebten und einen guten Freund. Du hast einen Mann, seit einem halben Jahr einen Geliebten und einen guten Freund. Ja. Wie lange den guten Freund schon?
5 Wochen. Ach, 5 Wochen, so neu. Einen guten Freund, kann man einen guten Freund, ein guter Freund ist für mich jemand, den ich lange kenne und da ist... Den kenne ich schon länger, aber seit 5 Wochen sind wir mehr zusammen oder so. Ah, also der gute Freund, das klingt so harmlos, aber da läuft auch was. Ja, ich meine, den guten Freund kenne ich mittlerweile auch schon seit einem Jahr. Ja, aber seit 5 Wochen geht ihr erst in die Kiste. Noch nicht, nein. Aber es hat schon erotische Aktionen. Ja, es hat angefangen, ja, klar. So. Wissen alle drei voneinander? Nein. Niemand weiß, dass es andere Männer gibt? Mein Ehemann vermutet es. Ja. Mein Geliebter weiß es nicht. Der weiß gar nichts? Der denkt auch, du bist solo? Nein, er weiß, dass ich verheiratet bin. Ja, das meinte ich ja jetzt damit. Also der weiß, dass du verheiratet bist? Ja, klar. Ja, so klar ist es nicht. Das hättest du ja auch belügen können. So, tue ich nicht. Na gut, okay. Und der gute Freund, die 5-Wochen-Geschichte jetzt, was? Der weiß von beiden. Der weiß von beiden. Achso. Kompliziert, um sich das erstmal so im Kopf klar zu machen. Ja. So, dann frage ich dich erstmal, warum drei Männer? Warum reicht dir dein Ehemann nicht aus? Kann ich dir ganz ehrlich sagen, weil wir seit über einem Jahr uns auseinandergelebt haben. Mhm. Also er läuft nichts im Bett mehr? Nee, gar nichts mehr. Mhm. Auseinandergeliebt, bezieht sich das nur auf das Sexuelle oder liebt ihr euch wirklich nicht mehr? Wir mögen uns nur noch. Ach so, also WG-mäßig. Gute Freunde. Mhm. Ja. Mhm. Warum bist du dann mit ihm überhaupt noch zusammen? Aus Gefälligkeit, weil es Corona war. Mhm. Aber ich weiß, ob ich das ändern will. Falls du mir das jetzt sagen willst, das weiß ich selber. Das hätte ich auch tun. Schön, dass du mir vorausgreifst. Wir halten noch mal fest. Der Ehemann weiß ja von den anderen beiden Männern nichts, ne? Er weiß, dass ich 2 gute Freunde habe, mir aber auch nicht. Mutmaßt vielleicht ein bisschen was. Ja, ein bisschen, ja. Mhm. Mhm. Aber irgendwo... So, okay, ich verstehe, Annette, wenn du sagst, irgendwie ist die Luft bei uns raus und ich habe mich jetzt irgendwie neu verliebt und suche mir irgendwas anderes. Aber warum dann gleich 2? Durch Zufall? Ja, wie Zufall? Nein, den einen habe ich kennengelernt vor einem halben Jahr. Anderer war bis jetzt so ein guter Freund, von dem habe ich erzählt, von meinem Geliebten und alles. Und er hat mir zugehört, nur heute Abend ist es nun mal so passiert, dass er wirklich mich angemacht hat und er wollte mehr und ich habe gesagt, nein, konnte ich nicht und habe abgebrochen und ich fühle mich irgendwo so, irgendwo dazwischen. Mhm. Weißt du, was ich meine? Naja, ich merke erstmal, dass deine Frau ist, die einmal unzufrieden ist mit ihrem Leben. Ja. Und sich im Moment auch dabei ist, so ein bisschen zu verheddern. Da hast du recht. Ne? Dieser Geliebte, ist das, mit dem du ein halbes Jahr jetzt da zusammen bist, ja. Wie groß ist das Gefühl zu dem? Wahnsinnig groß. Wahnsinnig groß. Also da würdest du sagen, da bin ich richtig verknallt. Ja. Hast du recht. Siehst du, und deshalb finde ich das so seltsam, dass du dich dann auf diesen guten Freund auch noch einlässt. Wenn du jetzt in diesen einen neu verknallt bist, gibt das ja Sinn. Damit hintergehst du den, damit betrügst du den ja quasi auch schon. Da hast du recht, aber irgendwo, vielleicht habe ich ein bisschen Angst davor. Vor was? Vor Bindungen. Vor mir selber. Ah, das ist aber jetzt sehr nebulös, ne? Ich habe Angst vor Bindungen, Angst vor mir selber. Weißt du, ich meine, du bist ja eine erfahrene Frau von 35 Jahren. Meinst du? Ja, nur gut, aber du bist ja nicht ganz unerfahren. Nein. So, deshalb, du hast es ja gerade schon vorweggegriffen, es muss doch erstmal darum gehen, dass du dein Leben ordnest. Und der allererste Schritt wäre, dass du klare Verhältnisse mit deinem Ehemann schaffst. Hab ich doch. Ja, du hast dich aber nicht getrennt von ihm. Werde ich aber bald. Ja, das ist doch dein Wort. Will er das auch? Ja. Ja. So, dann ist doch schon mal ein Feld, ich sag mal, gesäubert, sage ich jetzt mal so. So, und wenn du zu mir sagst, hier, diese Beziehung, mit dem, die ein halbes Jahr läuft, da bin ich wahnsinnig verliebt.
So, dann würde ich an deiner Stelle aber alle meine Energie und meine Gefühle da hinein investieren. Wirst du von dem auch so zurückgeliebt? Ja. Ja, Mensch, was, da hast du doch, dann hege und pflege das und sei froh, dass das so kommt. Und gefährde das nicht durch irgendwie neue Spielereien da mit deinem 5-Wochen-Freund. Dann müsste, das müsste doch eigentlich dann das Wichtigste sein, um das es jetzt in deinem Leben geht. Nämlich, dass du aus dieser halbjährigen Liebe wirklich was machst. Du meinst, dass ich aus dieser halbjährigen Liebe eine große Liebe mache? Ja. Na, groß scheint sie mir ja schon zu sein, die Liebe. Aber dass du sie hegst und pflegst und dass ihr wirklich zusammenkommt und glücklich werdet. Mhm. Und das geht nur, wenn du treu bist und wenn du ehrlich bist deinem Partner gegenüber. Er weiß ja, dass ich den Freund habe. Bitte? Er weiß, dass ich den Freund habe. Ja, aber das wird doch auf Dauer alles nicht gehen. Ich glaube, ich verstehe dich, Domia. Bitte? Ich glaube, ich verstehe dich. Du meinst, dass ich klare Linien ziehen soll, dass ich sagen soll, bis dahin und nicht weiter. Nein, ich finde, dass du eine klare Linie für dein Leben ziehen sollst. Mit diesem Menschen will ich. Von meinem Ehemann trenne ich mich und auf diesen neuen lasse ich mich gar nicht weiter erst ein. Ich konzentriere mich nur auf diesen, den ich so sehr liebe, wie du es mir gerade gesagt hast. So meine ich es. Das fände ich eine Linie. Hast du recht. Ja. Annette. In diesem Sinne, mehr kann ich gar nicht sagen. Aber das ist ja schon eine ganze Menge. Das tue ich auch. Ja, alles Liebe, alles Gute wünsche ich dir und toi, toi, toi. Ich danke dir, Dunja. Tschüss. Tschüss. Dunja ist hier, hallo Dunja. Dunja ist 20 Jahre alt, hallo Dunja. Hallo Domian. Was geht's bei dir? Ich bin aufgeregt. Du bist aufgeregt? Ja. Wir haben nicht mehr so viel Zeit, sag mal, um was es geht. Und mir geht's darum, dass ich eifersüchtig bin. Ach, auf wen und warum? Ja, für meinen Freund. Also ich bin seit 2 Jahren mit ihm zusammen. Ja. Und bin total krankhaft eifersüchtig. Also, und wenn ich gucke, ich kontrolliere ihn. Und wenn ich draußen bin, er guckt in Autos rein, dann werde ich total verrückt. Und wenn er im Auto zum Beispiel Mädchen sitzt und er guckt dahin, und dann werde ich total verrückt. Oder wenn nackte Mädchen rumlaufen, im Fernsehen, tut mir leid, nackte Mädchen rumlaufen, da werde ich total verrückt. Und dann guckt er immer. Aber es ist noch nie irgendetwas vorgefallen? Nein. Er ist dir noch nie fremdgegangen, soweit du das weißt? Nein. Und ich habe immer Angst, dass er alleine weggeht. Und dann denke ich immer, weil er sieht gut aus. Und dann denke ich immer, er ist auch immer nett zu anderen Leuten. Und dann denke ich immer, er sagt zu keiner Frau nein. Aber er hat immer nein. Nervst du ihn sehr damit? Ja, sehr. Mensch, Dunja. Weißt du, dass du damit eine Liebe kaputt machen kannst? Ja, weiß ich. Wenn der Typ jetzt seit 2 Jahren treu ist. Ja. Und du hast das Gefühl, dass er dich sehr lieb hat. Ja. Ja. Dann musst du dich zurück, dann musst du dich zurückfahren. Ja, aber es geht ja nicht. Doch, das geht. Das ist alles eine Frage des Willens und der Disziplin. Man kann wirklich eine Beziehung durch übermäßige Eifersucht kaputt machen, wirklich kaputt machen. Irgendwann geht es, und wenn der andere dich noch so liebt, irgendwann geht es dem so auf den Geist, weil du unterstellst ihm ja auch ständig irgendetwas, was er einfach nicht tut. Das ist ja auch ein Vertrauensbruch. Ja. Zur Liebe, zur großen Liebe gehört eben auch Vertrauen. Ja. Und da muss man sich zu zwingen. Hm. Und ärgerst du dich hinterher irgendwann schwarz und denkst, Mensch, ich hatte so einen tollen Typ und hab mir das selbst kaputt gemacht. Mhm. Ja. Jetzt rufen wir dich aber gleich nochmal an, weil die Sendung vorbei ist und ich möchte dich nicht so schnell abfertigen, okay? Ja, kriegst du dran. Bis gleich. Ja, das auch noch. Okay. Leg mal auf, wir rufen gleich mal an. So, ihr Lieben, morgen gibt es wieder eine Sendung. In der Technik heute war Johanna Knurrer und Gundel Blendin. Morgen 1 Uhr Radio Live und 1 Uhr wieder Fernsehen. Mach's gut, bis dahin, tschüss.